Moin, hier ist der Onno von filmtoast.de. Ich präsentiere euch das neueste Unboxing-Video von Filmtoast und präsentiere euch heute den Action-Kracher von Roland Emmerich aus dem Jahr 1992, und zwar Universal Soldier. Dieser wurde letztes Jahr von Studio Canal neu aufgelegt, hat eine neue Version, eine 4K-Variante und neue Steelbooks und normale Edition spendiert bekommen. Das macht Studio Canal ja in letzter Zeit sehr häufig. Leo der Profi, Lockup etc. Genau, und die Woche war ja auf Amazon der Streifen für 17,99 zu haben. Dieses schicke 4K Ultra hat die Steelbook, und das möchte ich euch gerne vorstellen. Wie man es so kennt, kriegt man hier wieder die UHD-Disc und die Blu-ray-Disc mitgeliefert, auch wenn man sie vielleicht nicht braucht oder vielleicht doch. Genau, und in diesem Kracher von 1992 von Roland Emmerich geht es um, ja, tote Soldaten. Ein geheimes Wissenschaftsprojekt von der US-Regierung bringt verstorbene Soldaten wieder zurück aufs Schlachtfeld. Und die Hauptrolle in diesen Streifen spielen so einmal Dolph Lundgren und einmal Jean-Claude Van Damme, die sich schon im normalen Leben als Lebende gegenseitig den Kopf eingehauen haben, gestorben sind, wiederbelebt worden sind, ihre Einsätze durchführen, und irgendwann kommen die Erinnerungen zurück und die beiden bekabbeln sich wieder. Schicker, typischer 90er Jahre Sci-Fi-Action-Kracher, der richtig Spaß macht und ja, jetzt auch eine 4K-Variante spendiert bekommen hat, der dementsprechend natürlich nicht mit den Veröffentlichungen der aktuellen Filme mithalten kann im Soundbereich und im Bildbereich, aber auf jeden Fall ein schickes Steelbook spendiert bekommen hat, wo man die beiden Protagonisten oder den Protagonisten und den Antagonisten gegenübergestellt sieht, hier in den verschiedenen blau-roten Tönen. Hat ein typisches einen Papprahmen bekommen, wo die verschiedenen Informationen nachzulesen sind. Genau, wenn man das wegnimmt, sieht man die beiden in voller Pracht, das schicke Titelbild. Auf der Rückseite bekommt man noch typische Sätze aus den Film geboten, die jetzt kein komplettes Gesamtbild ergeben, aber ich finde die Vorderseite auf jeden Fall wunderbar abrunden. Innen drin bekommen wir wieder die übliche Werbung geboten, die hauen wir gleich mal weg. Und hat hier typischerweise die zwei Discs, einmal die Blu-ray-Variante, einmal die UHD-Variante. Die Blu-ray-Variante hat eine schlechtere Bildqualität, Auflösung, wahrscheinlich schon ein kleiner Hinweis darauf und das Unterschied in den beiden Discs. Und hinter den beiden Discs einmal hier die Blu-ray-Variante und einmal die UHD-Variante, bekommt man noch ein Schwarz-Weiß-Bild der beiden Action-Ikonen geliefert. Rundet meiner Meinung nach diese Edition wunderbar ab. Liefert ein schönes Titelbild, ein rundes D-Book-Paket, war für einen guten Preis zu haben. Und ich bin immer wieder happy über die Neuveröffentlichungen von den Filmen aus den 90ern, genau mein Jahrzehnt, mit dem ich eigentlich auch mit dem Medium-Film groß geworden bin. Und freue mich schon drauf, den Action-Klassiker wieder einzuwerfen. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu der Edition habt oder wie euch das Film das Video gefallen hat, könnt ihr in den Kommentaren runterlassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!